Aber selbst bei optimalen Bedingungen gerät der Hund im Aus oft in einen kurzzeitigen Stau, in einen Konflikt zwischen Instinkt und Anpassung. Und dies zeigt sich dann oft als Übersprunghandlung im Kauen, Schlucken oder dem häufigen Züngeln. Mehr Druck verstärkt den Stau. Hier ein Beispiel des wohlbekannten, aber oft nicht verstandenen Ausproblems. Wird die instinktive Beuteverteidigung noch zusätzlich unterstützt, so reagiert der Hund oft mit intensivem Ausverweigern. Es kommt also darauf an, den unvermeidbaren Konflikt zugunsten der Ausmotivation zu gestalten. Bei den Vorübungen für Steh, Sitz und Platz geht es nicht um perfekte Ausführung. Der Hund soll jedoch möglichst früh die drei Grundpositionen ausführen und unterscheiden lernen. Je früher man mit der Ausbildung beginnt, desto wichtiger ist die absolut stressfreie, spielerisch lustvolle Vermittlung. Allein mittels Körpersprache und Motivation stimulieren wir den Hund in die Grundpositionen. Widerstehen Sie der Versuchung, den Hund zu berühren, etwa durch Drücken. Hier das Sitz. Jetzt das was. Sitz das was. Und der Hund. Nochmals in Zeitlupe. Bald schon wird das Ganze schneller ausgeführt. Wichtig bleibt, im richtigen Augenblick muss Spiel und überzeugendes Lob folgen. Hier das Platz in einer bekannten Motivationsmethode. Umgekehrt, der kriegt erst, wenn er hinten auflegt. Nicht vor. Und hier eine neue Art, das Platz zu vermitteln. Wir rekonstruieren eine Natursituation. Die aufgestellten Beine ersetzen eine Höhle, vor welcher der Hund lauert. Wenig später kommt das Hörzeichen hinzu. Hier das Steh aus der Bewegung. Das war ganz gut. Das gleiche nochmal. Steh aus Sitz und Steh aus Platz. Inzwischen müssten sich beide Teampartner spielerisch aufeinander eingestimmt haben. Zeigt der Hund im Sitz, Platz und Steh genügend Sicherheit, so ist das Team reif für die Paradeübung. Hier steht nun alles bisher Gelernte auf dem Prüfstand. Stimulation durch Körpersprache und MO, die Nutzung hündischer Verhaltensweisen im Dienst methodischer Ziele, die permanente Motivation, der geistige Zügel und die umfangreichen Techniken des freien Spiels bis hin zum stressfreien Abgeben. In der anschließenden Ausbildung werden wir immer wieder auf die Paradeübung zurückgreifen. Hier die einzelnen Etappen. Aufstellung und Aufmerksamkeit. Ablegen. Platz. Wegschleichen und geistiger Zügel. Augen, MO-Linie. Permanente Motivation. Fantasie und Kreativität. Abducken. Stimulation mittels MO und Stimme. Imponieren,
Erstarren. Auslösen und freies Spiel. Häufige Fehler in der Paradeübung sind missverständliche Körper- oder MO-Bewegungen, die beim Hund als Auslöser wirken. Das war zu viel. MO leicht bewegen, aber kein... Das ist zu viel. Habe ich nicht gesagt? Ja? Weich, geschmeidig schleichen. Ungeschickte Bewegungen führen zu Ablenkung. Keine Hochtiefs, das sind alles Auslöser in der Natur. Mit der Übung Spiel und Stopp schließt das Programm Hunde spielend motivieren ab. In Spiel und Stopp soll das Team noch einmal zeigen, wie weit die Harmonie auch beim Wechseln von hoher Motivation zu schnell folgenden Stopps erhalten bleibt. Auch hier ist wichtig, dass Körpersprache und geistiger Zügel eindeutig vermittelt werden. Der Hund soll Spiel und Stopp nicht mit Sitz oder Platz verknüpfen, sondern aus der Bewegung heraus stoppen und warten. Die Slow Motion zeigt, wie sich Fehlverknüpfungen allein durch Veränderung der Körperhaltung korrigieren lassen. Und weiter. Genau, das gefällt mir gut. Einmal sitzt, einmal steht, es kommt nur auf das Warten an. Spiel und Stopp ist zwar nicht kinderleicht, aber mitunter zeigen auch Kinder ein verblüffendes Einfühlungsvermögen. Und dann lässt ihn anbeißen, freies Spiel und hinaus. Danke. Was wir hier gesehen haben, ist mehr als eine Methode. Das Wesentliche dieser neuen Spiel- und Motivationslehre lässt sich am besten mit der dreifachen Wortbedeutung Art zusammenfassen. Zum einen ist es die besondere Art und Weise einer Mensch-Hund-Beziehung, die auf ethischer Verantwortung fußt. Zum anderen fordert eine verantwortungsvolle Ausbildung den artgerechten Umgang mit dem Hund. Und zum dritten legen moderne pädagogische Erkenntnisse nahe, dem Hund in einer einfühlsamen Art, sprich Kunst, zu begegnen. Hier gilt es, neue Methoden und neue sportliche Möglichkeiten zu entwickeln und zu nutzen. Daher der Begriff Lindart. Das erklärte Ziel dieser dreifachen Ausrichtung ist es, zur Mensch-Hund-Harmonie beizutragen. Das Fundament dieser neuen Art ist die hier im Video gezeigte Team-Balance. Das richtige Spielen und Motivieren des Hundes. Balance hat sich zu einer umfassenden Vorbereitungsstufe entwickelt, die in Kürze auch als Prüfungsstufe eingerichtet wird. Nach Abschluss der circa halbjährigen Vorbereitung bringt das Mensch-Hund-Team erfolgversprechende Voraussetzungen für jede Form von Aufgabenstellung mit, sei es im traditionellen Hundesport, sei es im Gebrauchshundewesen oder in den neuen Sportarten Team Sport und Team Dance. Team Balance ist also keine Konkurrenz für etablierte Sportarten, sondern eine vielversprechende, zeitgemäße und inzwischen bewährte Vorbereitung, die sich für jedes Hundealter und auch bei Neuorientierung bereits ausgebildeter Hunde empfiehlt. Näheres über die Vorbereitungsstufe Team Balance können Sie der in Bälde veröffentlichten Prüfungsordnung entnehmen.
Was kommt nach Team Balance? Wie geht es weiter? Die Antwort heißt, üben bleibt Spiel. Übungen fließen immer häufiger in das Spiel ein. Aber dies darf nicht auf Kosten der freundlichen, positiven Stimmungslage des Teams gehen. Es gibt keinen Bruch zwischen Spiel und Arbeit. Weiterhin gilt, Aufgaben müssen dem Hund lustvoll vermittelt werden. Gleichzeitig wird die Animationstechnik perfektioniert. Abwechslung kommt hinzu. Andere MOs, neue Spielideen und variable Aufgaben. Die Lauerphasen werden zeitlich ausgedehnt. Und MOs werden seltener gezeigt und gegeben. Hierbei hilft die von Eckhard Lind entwickelte Mottkrawatte. Und Körperhilfen werden mehr und mehr abgebaut. Anmut, Grazie und Perfektion. Das ist Teambalance. Mensch-Hund-Harmonie in lustvoller, stabiler Motivation. Einordnung statt Unterordnung. Kommunikation auf emotionaler und geistiger Ebene. Hinein ins Vergnügen! Eckhard Lind lädt ein in die faszinierende Welt des Spiels. Anstelle der so und so vielten neuen Methode werden hier die Gesetze des Lernens und Verhaltens beschrieben und wie sich diese in artgerechter und humaner Form umsetzen lassen. Kern dieses Ansatzes bildet die in der Hundeausbildung sträflich vernachlässigte Primärmotivation, die Freude im Tun selbst. Und nicht nur Belohnung am Ende einer erfüllten Aufgabe.
Anstelle der viel strapazierten instrumentellen Konditionierung steht bei Eckhard Lind ganzheitliches Verhalten und Lernen auf allen ineinander wirkenden Ebenen im Vordergrund. Im gemeinsamen Spiel kann der alte Menschheitstraum von der paradiesischen Aussöhnung mit der Natur wieder Gestalt gewinnen. Mensch und Tier verschmelzen zu einer Einheit, wobei keiner von beiden seiner Würde beraubt oder in seinem Naturell beschnitten wird. Anna hat eine Brieffreundin. Sich die fremde Sprache anzueignen, wird ihr daher zur lustvollen Aufgabe. Ihr bedeutet Lernen kein notwendiges Übel, sondern ein inneres, primär motiviertes Anliegen. Lernt Anna hingegen, um eine gute Note zu erhalten, spricht man vereinfacht von Sekundärmotivation. Auch hier ist Erfolg in Aussicht, aber es werden längst nicht so viele kreative Aktionen zu erwarten sein, wie im ersten Fall. Lernt Anna jedoch nur, um der Strafe des Vaters zu entgehen, so tritt an die Stelle der positiven Motivation die negative. Anna wird meidemotiviert. Hier die sinngemäße Übertragung der Vorgänge auf Annas Hündin Alpha. Alpha apportiert, weil nicht nur Nachjagen, sondern auch Zurückbringen Spaß macht. Oder Alpha apportiert, weil nach dem Bringen gespielt wird. Oder Alpha apportiert, weil sie nur so der schmerzhaften Einwirkung entgehen kann. Dies ist nur ein Modell. Im Leben fließen die Motivationstypen ineinander. Aber es steht fest, dass primär motivationale Beweggründe mit Abstand überlegen sind und dass man Mittel und Wege finden muss, um Negativmotivationen durch positive zu ersetzen. Gewalt sollte stets als letztes aller Mittel eingesetzt werden. Welch erstaunliche Leistungen primär motiviert möglich werden, zeigt folgendes Szenario. Der einjährige Quirin wirft den Ball von sich aus ins Wasser. Freiwillig nimmt er allerlei Umstände in Kauf, ja sogar Wasser in den Ohren, nur um den Ball zu bekommen? Nein, den hatte er ja vorher schon. Er nimmt all das in Kauf, weil es einfach Spaß macht. Das Tun an sich vermittelt Selbstwertgefühl. Es beglückt. In diesem Fall der Sieg über die Tücke der Aufgabe und über das Risiko. Quirin war primär motiviert. Und wie man sah, hat er dabei eine Reihe erstaunlicher Fähigkeiten entwickelt. Kinder und Hunde sind die besten Spielvorbilder und es gibt verblüffende Ähnlichkeiten. In zahllosen Spielen lernt der Welpe sein wichtigstes Werkzeug, den Fang, einzusetzen. Dabei hilft ihm die Mutterhündin. Sie nimmt den gesamten Kopf des Welpen in den Fang und gibt anschließend die Möglichkeit zur Nachahmung. Wieder Nachahmung. Wie der Vater, so legt sich auch der Welpe spielerisch auf den Rücken. Nachahmung als Lernform werden wir uns daher durch den gezielten Einsatz der Körpersprache zunutze machen. Eines vom Wichtigsten sind spielerische Einübungen aus dem Jagd- und Fluchtverhalten. Die Mutterhündin vermittelt eindrucksvoll das Anschleichen, Fixieren und Anspringen, was die sofortige Flucht auslöst. Auch von diesen Verhaltensweisen können wir viel ins Spiel einbringen. Aline lernt schnell. Auch der Hund muss die Feinheiten im Beutestreiten erst erlernen.
Auch Tiere verwandeln sich im Spiel. Eine Plane wird zur Höhle und im Spiel mit ihrem Vater lässt sich Banja allerlei einfallen. Auffordern, imponieren, davonlaufen, sich verstecken, wieder hervorkommen und schließlich Beute streifen. Am Anfang steht das Vertrauen. Berührungen aller Art sind in dieser Phase besonders wichtig. Bald schon, mit dem Erwachen der übrigen Sinne, tritt das Spiel auf den Plan. Das Spiel mit Geschwistern, der Mutter und dem Menschen. Spielerisches Entdecken der Umwelt wird zunehmend wichtig. Das folgende Spiel nimmt eine Art Schlüsselstellung ein. Am Boden sitzend nutzen wir Beine, Hände und Oberkörper für Balance-, Bewegungs- und Geschicklichkeitsspiele. Unsere beuteartigen Bewegungen, verstärkt durch Stimmeffekte, ziehen den Hund in unseren Bann. Auf diese Weise lernt der Welpe, nichts geht über gemeinsames Spiel. Man darf allerdings nicht den Fehler machen, das MO mit Zwang abzunehmen, etwa aus dem Fang zu reißen oder durch psychische, drohende oder zornige Einwirkungen den Willen des Welpen zu brechen. Gewalt und Druck erzeugen Stress und hinterlassen Zweifel, Argwohn und immer einen Schwund an Vertrauen. Wenn wir uns einen Spiel-, Sport- oder Arbeitspartner wünschen, anstelle eines Soldaten oder Sklaven, dann benötigen wir das volle Vertrauen des Welpen. Wir lassen also dem Welpen die Beute, selbst wenn er sich von uns entfernen sollte. Um ihn wieder auf uns zu beziehen, bringen wir beispielsweise eine zweite Spielbeute ins Spiel. Ein Konkurrenz-MO. Reagiert er nicht sofort darauf, dann machen wir genau das, was vorhin Banja und Quirin gezeigt hatten. Dieses freie Spiel im Sitzen lässt sich mannigfach abwandeln. Aber immer handelt es sich hier um ein freies Spiel, also um ein Tun um des Tuns willen, um ein Spiel, das keinem vom Menschen vorprogrammierten Zweck dient und das mit einem Minimum an Regeln auskommt. Bald jedoch schon fließen, genau wie in der Natur, Lernspiele mit ein. Von Anfang an muss zur Motivation ein entsprechendes Gegengewicht geschaffen werden. Keine andere Übung hat sich hierzu besser bewährt als das tägliche Warten vor der Futterschüssel, welches wir aus dem Fressritual der Kaniden abgeleitet haben, wo sich auch beim Fressen jeder der Rangordnung beugen muss. Was der Hund beim täglichen, stilisierten Fressritual lernt, kann er binnen Kürze auch auf andere Bereiche übertragen. Nein. Nein. Platz. Platz. Eine Sitz.
Vanya ist jetzt 8 Wochen alt. Auf spielerische Weise hat sie die Übungen hier, Sitz, Steh, sowie das beinenge Fußgehen gelernt, wohlbemerkt von Anfang an ohne Leine. Der Ausbilder nützt als Regulative die Körpersprache sowie Futtermotivation, permanente Vertrauensgebung und nicht zu vergessen das Regulativ des geistigen Zügels im Warten. Jede Form des groben Umganges, etwa das gewaltsame Niederdrücken zum Sitzen, der Leinenruck oder auch nur die laute, ärgerliche Stimme, hätten im Welpenalter nachhaltige negative Folgen. Um trotzdem Fehler wie etwa eine schiefe Grundstellung von Anfang an zu vermeiden, bedienen wir uns der passiven Einwirkung. Das heißt, wir schaffen eine Situation, die es dem Hund gar nicht anders erlaubt, als die Übung fehlerfrei auszuführen. Ein kleines, aufgestelltes Hindernis sichert uns beispielsweise ohne jegliche Einwirkung die korrekte Position der Grundstellung. Die Gewohnheit tut das Übrige.